Ja, Wahnsinn. Ich habe gleich beim ersten Mal schon... Und... Ihr wisst, wie viel 10.000 wert sind. Das sind 100.000 Gil. 100.000 Gil muss man sich mal auf der Zunge ergehen lassen. Zergehen lassen. Oh, hallo Süßer. Willkommen im Kartenspielsalon, wo wir zahlreiche Triple Triad Tische zur Verfügung stellen. Was Triple Triad sein soll, fragst du? Nun, dabei handelt es sich um das aufregende Kartenspiel, das Eorzea im Sturm erobert hat. Kannst du die Spannung spüren, die in der Luft liegt? Du stellst dir ein Deck aus 5 Karten zusammen und führst deine Truppen in die Schlacht. Sprich mich einfach an, wenn du die Regeln erlernen möchtest und dieses spannende Spiel selbst zu erleben. Fang am besten heute noch damit an und wir statten dich mit einem Stapel Gratiskarten aus. Du kannst dich einzelnen Gegnern stellen oder an einem unserer regelmäßig stattfindenden Turniere teilnehmen, wenn du eine größere Herausforderung suchst. Es geht doch nichts über das Gefühl, gegen eine Vielzahl von Gegnern siegreich aus der Schlacht hervorzugehen. Ich hoffe, da braucht man nicht unbedingt immer Geld auszugeben oder Goldsourcer-Punkte. Ich denke mal für... Ah, jetzt bin ich an Touchpad gekommen. Ich guck mal, ob man das ausstellen kann. Wo haben wir es? Tastenbelegung. Das ist Tastenbelegung. Und wie kann ich das Touchpad auch... Ah, da steht ja Controller. Ich glaube, das kann man nicht mal verändern, oder? Ich weiß es nicht. Wie man jetzt das Touchpad ausstellen kann. Fände ich gut, wenn man es machen könnte, aber ich glaube, es geht nicht. Triple Triad erobert Eorzea im Sturm. Möchtest du dich mal an diesem spannenden neuen Kartenspiel versuchen? Ja, ich wusste es. Dies ist eine Geburtsstunde einer neuen Herausforderung. Willkommen zur Welt von Triple Triad, wo du mit deinen Karten gegen einen Gegner in einem spannenden Wettstreit antrittst, der List, Strategie und eine gewisse Portion Glück erfordert. Es ist mir stets eine Freude, Neuspieler hier im Animal God Saucer mit ein paar Karten zu versorgen, damit sie direkt loslegen können. Um jedoch eine Partie zu beginnen, musst du aus all deinen Karten zunächst 5 in deinem Deck zusammenstellen. Und ich schlage vor, du sprichst mal im Triple Triad irgendwas, keine Ahnung. So, dann müssen wir erstmal im Inventar gehen und die ganzen Karten... das kann ich sofort eintauschen gegen 100 Bings. Wir haben nichts verloren an Geld. Eine Roma-Karte. Wir haben sozusagen das Starter-Set. Das sind immer die gleichen Karten, denke ich mal. Aber man kann auch andere Karten bekommen. Schon allein in dem Dungeon, wo wir vorhin waren, hätten wir noch eine Karte kriegen können. Haben wir aber nicht, so wie es aussieht. So, spielen wir doch eine Runde. Hat dich das Kartenfieber gepackt? Sehr gut. Für diese Partie muss ich dir ein paar MGP abziehen. Aber keine Sorge, du gewinnst. Die gewinnst du bestimmt schnell zurück.
Also, dann wollen wir mal keine Bange. Ich gehe es ganz langsam. Gebühr? Kann man die Gebühr erhöhen? Und auch noch die Triple Triad Musik. Zusatzregeln. Blablabla. Für diese Partie werde ich die Bedenkzeit etwas verlängern, damit du in Ruhe nachdenken kannst. Da weiß ich schon, was ich mache. Bams. Wenn du eine niedrige Karte anlegst, wird sie aber nicht in eine 5 einfach. Ja, ja, komm. So. Das ist mit 3. Ich kann nur mit die oder mit der hier. Ah, er kann sie mit einer Karte, kann er sie noch umdrehen. Macht aber nicht. Gut. Ja, das Gewinn war 100 pro. Da eine 4 und da eine 3. Blau gewinnt. Und wir bekommen die Sprigan-Karte. Komm, noch eine neue Partie. Ach, das ist eigentlich die gleiche. Das gleiche Spiel wie vorhin. Bams. Mit der kleinsten Karte drehe ich die um. Na komm. Ernsthaft jetzt? Es gibt eine Karte, die du umdrehen könnte, und der macht's aber wieder nicht, denke ich mal. Ja. Bin ich mal gespannt. Das habe ich erwartet. Und ich gewinne. Und ich habe schon wieder die Sprigan-Karte. Komm. Gut gemacht. Du hast das Prinzip verstanden. Fordere doch mal einen der Spieler an den Kartentischen heraus. Oder einen anderen Abenteurer. Triple Triad wird immer beliebter und inzwischen überall in Erzer gespielt. Wäre interessant, wenn man auch woanders Triple Triad spielen könnte. Also nicht nur hier, sondern man einfach so spielen könnte. Fordern wir den mal heraus? Erstmal. Ja, dann würde ich die, glaube ich, eher wegwerfen, weil wir die schon haben. Was man schon hat, sollte man wegwerfen. So. Oh,
Okay, hier bezahlen wir 20 und bekommen 50. Okay. Zufallshand. 3 offen. Start. Rot am Zug. Der kann keins umdrehen. Yeah, wir haben gewonnen. Und wir bekommen die Bugalia-Karte. Enden. Okay. Bekommen wir von denen eine andere Karte? Oder man bekommt eigentlich immer zufällige Karten? Aber ihn habe ich herausgefordert. Ich glaube, man bekommt von denen immer gleiche Karten. Komm, fordern wir den heraus. Wow, bei dem... Ich glaube, der ist schwerer. Wow. Wow. Was ist denn für eine Karte? Ja, 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 ist okay. What? Okay. Nehmen wir so hin. Hoffentlich kriegen wir bei dem wenigstens eine Belohnung. Okay. Alter. Ach komm, ich versuch's mal hiermit. Nicht funktioniert. Alter! Philia! Scheiße, ich kann meine eigene Karte nicht mehr zurückgewinnen. Doch, hier bitte. Und... Dein Ernst! Kann ich mir holen. Scheiße. Nee, die wird sofort geowned. Die wahrscheinlich auch. Und das... Verlängerung! Tschüss! Fangen wir wieder hiermit an. Ah, fuck, fuck, fuck. Meine Karte einfach wieder und verhindere, dass die geohnt wird. Okay, sie wurde geohnt. Fuck! Das wird nix. Egal wie sehr ich es versuche. Ich will die aber wieder haben. Das wird nichts. Das haben wir verloren. Aber wir haben 8 wieder bekommen. Also die können wir noch nicht besiegen. Nee, die ist
What the fuck, ist die heftig. Aber vielleicht versuchen wir es mal gegen ihn hier. Mit drei offenen. Und er fängt gleich mit seiner stärksten an. Ja, ich habe nichts gegen seine Hand. Dann mache ich den Dodo. Gegen den habe ich auch nichts in der Hand. Gegen den habe ich auch nicht so wirklich was in der Hand. Unentschieden. Neue Party. Komm. Das lasse ich nicht so gelten, du Arsch. Fängt schon wieder an. Jawohl. Die hole ich mir wieder. Verdammt. Jeder 5, ne? Unentschieden. Mal wieder. Kann ich den irgendwie besiegen? Oder reicht es noch nicht? Ich fange an. Diesmal habe ich gewonnen. Bam! Und wir bekommen, was für eine Karte? Vugalia-Karte schon wieder. Die haben wir doch schon. Diese Karte ist mir dann. Dann werfen wir sie weg. Gibt es hier noch einen Tisch? Genau. Wir spielen gegen jeden mal. Er scheint auch nicht besonders ein gutes Deck zu haben. Alle offen. Oh. Der ist. Frühstück ist der. Fang mit deiner 7 da an, ey. Oder so. Trumpf ausgespielt. Wenn ich den zurückhole, dann holt er sich zwar eine meiner Karten, aber ich gewinne trotzdem. Ich habe, glaube ich, keine Karte bekommen dafür, aber egal. Hauptsache besiegt. So, da fehlt jetzt nur noch der. Aber ich will erstmal bessere Karten holen, oder? Ach komm, den machen wir platt. Ich starte und ich fange mit dem Dodo an. Mal wieder. Wow. Die Karte ist Hammer.
Ey. Das ist unfair. Ich kann sie nämlich nicht... Alter. Warum so hohe Karten? Scheiße, jetzt bin ich im Arsch. Und... Nee, die Karten sind zu gut von denen. Das kann ich nicht gewinnen. Das kann ich echt nicht gewinnen.